Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Heute unter dem Titel Charts und Fundamentals Special freue ich mich ganz besonders, hier Benjamin Feingold und Franz Georg Wenner von Feingold Research begrüßen zu dürfen. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine und neben den Webinaren auch für den Service hier bei der Société Générale auf Seiten der Zertifikate zuständig. Wir haben ganz neu am Markt Turbo-Optionsscheine auf ETFs. Hier beziehen sich diese auf den MSCI Emerging Markets ETF, den World ETF, India ETF und Small Cap ETF. Schauen Sie mal rein. Vielleicht ist das ein oder andere Hebelprodukt auf diese neuen Basiswerte etwas für Sie. Ansonsten kurze Risikohinweise von meiner Seite. Dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Die hier besprochenen Produkthinweise erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wir machen ja auch keine Anlageberatung. Und dass Hebelprodukte ein hohes Risiko beinhalten, insbesondere das Totalverlustrisiko bei Erreichen der Knockout-Schwelle oder auch der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen am Ende Laufzeit sollten Sie beachten und zu guter Letzt natürlich auch das Ausfallrisiko des Emittenten. Ich hatte schon erwähnt, viele Services haben wir im Angebot. Sie können mich bei Fragen unter der oben angegebenen Nummer kontaktieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, uns anzuchatten. Und ja, wir haben auch kostenfreies Magazin, das Sie sich nach Hause schicken lassen können. Und viele, viele Newsletter. So viel aber zu den Services von der Société Générale. Und ich übergebe jetzt auch direkt an den Benjamin, weil ja, die haben auch einige Services im Petto. Und bevor er zu den Analysen kommt, wird er auch Ihnen ganz kurz vorstellen, wer oder was genau Feingold Research ist und was diese machen. Und ich freue mich, dass er da ist. Schönen guten Abend, Benjamin. Ja, hallo Holger, grüß dich und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Genau, jetzt zeige ich ganz kurz meinen Bildschirm. Ich hoffe, man kann das sehen mit unserer Homepage. Holger, du hast die Und Services angesprochen. da, genau. Ja, du hast die Services angesprochen. Ja, das ist unsere Seite feingoldresearch.de mit dem werten Kollegen Daniel Saurenz und ja, unsere verschiedenen Depots, unsere Auftritte. Unser Markenwertportfolio, eins unserer Depots, was wir betreuen. Dann nochmal ein Video, ja, ganz kurz. Also feingoldresearch.de kann man also alle unsere, kann man uns nochmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, nochmal schauen, was wir so machen. Und dann würde ich Holger auch jetzt umschalten in die Präsentation. Ich gehe nochmal auf den Bildschirm, Präsentationsmodus. So. Seite 2 ist das schon. Erstmal Seite 1. Genau, also Börsen auf der Zielgeraden haben Franz Georg Wenner und ich uns heute überlegt, was ist noch zum Jahreswechsel möglich. Denn tatsächlich war ja jetzt nach der Wahl von Donald Trump die Euphorie groß am Markt, dass und wurde auch entsprechend honoriert, dass eben die Börsen hier Auftrieb bekommen. Da werde ich gleich nochmal USA-Deutschland einen kleinen Vergleich machen, weil wir ja in Deutschland bzw. Europa ja doch eine andere Situation haben. Nicht erst in diesem Jahr, sondern wenn man sich die Gewinnentwicklung anschaut, ist das ja alles schon ein bisschen länger. Also sprich USA wachstumsstark, Europa, nicht nur Deutschland, Europa eher stagnierend, aber Europa wenigstens nicht abwärts gerichtet. Aber dazu später mehr. Und ja, so ein kleinen Blick dann auch nach vorne, nicht nur bis zum Jahreswechsel, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Und Franz Georg wird nachher die Charts und ja, das Fundamentale dann noch ergänzen. Auf Einzelaktien werde ich dann nochmal eingehen. Buy and Finian, so ein bisschen, also nicht nur Vergleich USA-Deutschland, sondern eben auch Vergleich Gewinner-Verlierer. Und da haben wir eben zwei Verlierer, Buy and Finian im DAX und Nvidia stellvertretend für die USA oder US-Tech, Magnificent Seven, wo sie ja auch einzuordnen sind. Also Superlative kennen da keine Grenzen bei diesem Titel, aber wenn wir auch nochmal drauf eingehen. Und Rheinmetall, auch einer der Highflyer in diesem Jahr in Deutschland. Ja, Trump-Trades, ich hatte es gesagt, beflügeln die Märkte. Vor allen Dingen, ja, was ist gelaufen? US-Aktien, Tech und Small Cap. Vor allen Dingen, weil eben Trump ja angekündigt hat, America First und auch viel für die Binnenwirtschaft zu tun. Bitcoin, ja, hat schon an der 100.000 gekratzt und ja, konsolidiert jetzt etwas drunter.
Und der Dollar eben auch mit einer gewissen, ja, deutlichen Stärke gegenüber dem Euro unter 1,05 der Euro gefallen. Also von daher das so ein bisschen die Trump-Trades, die aber insgesamt eben auch tatsächlich die Wirtschaft beflügelt haben, weil er eben ja tatsächlich mehr auch ausgeben will und so weiter. Und ich glaube, die US-Wirtschaft robust, Inflation war zuletzt eben auch, ja, hat man sich vielleicht einen stärkeren Rückgang tatsächlich auch erhofft, den gab es dann nicht. Insofern die Inflation, ja, also das Thema würde ich noch nicht ad acta für dieses Jahr legen. Insofern werden ja auch weniger Zinssenkungen eingepreist vom Markt. Im Dezember 70% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Ja, das ist mehr oder weniger eingepreist. Und wenn wir das mit dem Anfang des Jahres vergleichen oder auch noch Mitte des Jahres, wo eben viel stärkere Zinssenkungen eingepreist waren, weil man sich vor einer Rezession fürchte, jetzt ist man ja eher, oder die jüngsten Zahlen haben es belegt, dass man eher sogar eine sehr robuste Wirtschaft vorfindet in den USA. Und wenn Trump ja tatsächlich am, ich glaube, es ist der 20. Januar, dann vereidigt wird als Präsident, dann wird es wahrscheinlich auch direkt losgehen mit verschiedenen Maßnahmen, die vor allen Dingen dann die US-Wirtschaft unterstützt. Auf die Auswirkungen zu Europa komme ich, sprich auch Deutschland, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und insgesamt sind wir eben in einer tatsächlich sehr positiven Phase von der Saisonalität her, Jahresende. Und was wir eben auch gesehen haben, bei zumindest bei US-Unternehmen, große Aktienrückkäufe angekündigt und stützen eben den Markt. Also trotz der starken Rallye, die wir schon bei einigen Aktien gesehen haben, sprich, sind das eben Faktoren, die dafür sprechen. Und die Bilanzsaison war ja auch eher positiv überraschend. Auch da werde ich dann nochmal eine Grafik zeigen, wo man es sehr schön sieht. Und wenn ich vielleicht nochmal auf einen weiteren Aspekt eingehen darf, hier komme ich gleich nochmal auf Europa zu sprechen. Das ist hier sozusagen die zweite Folie mit Europa im Schwerpunkt. Muss man auch sehen beim S&P 500. Ich habe mir das extra nochmal vor unserer Sendung heute angeguckt, wie so die einzelnen, das Open Interest bei den einzelnen Basispreisen am Markt gehandelt wird. Open Interest, kurze Erklärung, also da, wo sozusagen die Musik herrscht, wo eben Optionen gekauft und verkauft werden. Also das kann man nicht unterscheiden. Man weiß nur, ah, das ist Interesse. Und das Interesse bei Optionen, die über dem aktuellen Kurs liegen im S&P 500, ist doch sehr signifikant. Und in der Vergangenheit, auch das können wir jetzt hier nicht im Detail ausführen, aber das hat in der Vergangenheit, nichts ist 100%, aber zumindest als Tendenz hat das in der Vergangenheit dazu geführt, dass man eher so einen kleinen Bias nach oben hatte. Das nochmal hier auch, glaube ich, gerade aus den Blickwinkeln des Optionsmarktes. Das sind ja tatsächliche Optionen, die dort gehandelt werden. Also von daher, wo Leute dann auch Geld und nicht nur eine Umfrage, ja, was würdest du machen, sondern tatsächlich, das wird gehandelt, das wird gekauft, das wird verkauft, diese Basispreise im S&P 500 und die liegen alle eben oder zum Großteil über dem aktuellen Kurs, was so ein positiven Bias dann ja, widerspiegelt sozusagen. Ja, Europa ganz anders, Deutschland vor allen Dingen. Ja, wir hängen tatsächlich sehr stark von China ab. Da läuft es nicht besonders prickelnd. Die nachlassende Wachstumsdynamik, ich glaube, ja, wenn man sich die Nachricht anguckt, kann man sich dem Ganzen nicht entziehen. Und jetzt kommt Trump noch und fordert Zölle und Handelsbeschränkungen. Also ja, die Aussicht tatsächlich für Europa, Deutschland eben, ja, würde ich als Belastungsfaktor bezeichnen. Und das hat sich eben auch schon in der Quartalssaison widergespiegelt. Europa, Deutschland, Deutschland als Schlusslicht. In Europa eher so konstante Gewinnentwicklung, aber kein Rückgang. Deutschland Gewinnrückgang. Also tatsächlich das Schlusslicht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ja, Automobilbranche mit 10 Prozentpunkten dazu beigetragen von den 23%, die in der Automobilbranche die Gewinne sind um 60% eingebrochen. Also das ist schon ziemlich heftig und ja, ich glaube, Franz-Georg, da wirst du mir zustimmen, da guckt man dann eher mal, ja, ist der Boden erreicht, kann man da schon wieder rein? Komme ich gleich nochmal auf bei den Einzelaktien drauf zu sprechen, was nicht nur die Automobilbranche anbelangt, sondern vielleicht auch andere zyklische Sektoren, die eben unter dieser Wachstumsschwäche leiden.
Und deshalb auch das Zinssenkungspotenzial in Europa tendenziell etwas größer, um eben die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Da hat die EZB ja auch noch einige Pfeile im Köcher. Aber eben auch hier sinkt die Inflation jetzt nicht so signifikant, dass man sagt, ja, starke Zinssenkungen kann man erwarten. Im Gegenteil, auch in Europa wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember, steht hier nicht, aber im Dezember erwartet. Also ähnliche Erwartungen in den USA und Europa. Ja, ist jetzt auch keine so starke Zinssenkung, dass man hier in Euphorie verfallen sollte. Und vor allen Dingen eben tatsächlich auch, warum werden Zinsen gesenkt? Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, ist es eher negativ zu bewerten von der Tendenz. Wenn es daran liegt, dass die Inflation runterkommt und die Inflation einem Spielräume eröffnet, dann wird es eher positiv von den Marktteilnehmern bewertet. Also das nochmal so für den Hinterkopf. Und Europa, ja, wie ihr euch denken könnt, auch tatsächlich in diesem Jahr eben deutlich hinterhergehängt. 2014 soll das sein. Ich zeige mal hier drauf. Da waren wir eben auch schon deutlich hinter den USA zurück. Und aber in diesem Jahr eben noch mehr. Also Europa, wie gesagt, das ist hier das nicht DAX oder sowas, sondern Stoxx 600, der breite europäische Aktienmarktindex und dann eben auch also ohne Dividenden, um das eben vergleichbar zu machen mit dem S&P 500, beides ohne Dividenden. Und von daher, ja, tatsächlich sieht man dann hier auch die Entwicklung. Und ja, wenn ihr euch das mal anschaut, so Anfang der 2000er Jahre war Europa dann doch hin und wieder mal besser als die USA. Aber so ab 2010 kann man sagen, gab es eigentlich wenige Jahre, wo Europa mal eine Outperformance gezeigt hatte, 2012, 17 etc. Also ja, die letzten 10, 15 Jahre, der starke Bullenmarkt in den USA hat eben doch auch dazu geführt, dass die Return, also die Renditen, Aktienmarktrenditen in den USA für den breiten Gesamtmarkt eben doch höher waren als in Europa. Also das schon, aber jetzt eben besonders hoch. Und ja, Franz-Georg, wir haben uns die Frage gestellt, kann das so bleiben? Oder gibt es dann irgendwann doch mal eine Trendwende? Und ich habe mir dazu die Automobilproduktion mal angeguckt ja, in der ja, weltweit eigentlich. Und man sieht hier sehr schön, wie dominant inzwischen China geworden ist. Wenn wir mal 99 schauen, da hatte China, also die Autos, die produziert werden weltweit, hat China jetzt 33% und 1999 waren es noch 3%. Also da sieht man schon mal sehr, sehr deutlich, wie dominant ja, dieses Land mit seinen entsprechenden Unternehmen geworden ist und eben hier andere Länder ja tendenziell eher abwärts gerichtet. Deutschland hier auch kräftig verloren in diesem dunkelgrünen Bereich. Da waren wir noch bei 10 Anfang der 99er Jahre. Jetzt sind wir bei 4%. Aber auch die USA abgenommen. Ja, Korea, Japan eher hier dieses hellblaue eher angestiegen. Japan auch etwas verloren, diese graue Linie. Aber Korea eben, ja, die früheren Tigerstaaten, wie man ja auch gesagt hat. Also das spiegelt sich hier schon am Automobilmarkt relativ deutlich wider. Und nicht ohne Grund, glaube ich, ist eben auch der Automobilmarkt für die deutsche Wirtschaft zum einen sehr wichtig, aber ja, er wird immer mehr zur Achillesferse. Und ja, diese Transformation zur E-Automobilität ist eben ja nicht gelungen oder ja, wird von Käufern eigentlich nicht so angenommen, in China eher, aber da ist eben der Strom auch viel, viel günstiger. Deshalb haben die auch ist ja ein hoher Anteil auch von E-Autos hier in China mit den über 30%. Der Strom ist halt dort einfach viel, viel billiger und bei uns ist er halt relativ teuer, sodass man eigentlich kaum Vorteile hat, wirtschaftlich gesehen, versus einem Verbrennungsmotor. Und ja, wenn man natürlich dann weiß oder was kommen wird, dass die EU diese Richtlinien verstärken will mit dem CO2-Ausstoß und dass du, um das zu erreichen, eigentlich eine E-Auto-Flotte von mindestens als europäischer Hersteller von 20% und mehr haben musst, ja, dann wird das eben schwer, das zu erfüllen. Und wir sehen es an VW, BMW, Gewinnrückgänge, ich hatte es vorhin erwähnt, und Arbeitsplatzverluste. Also das ist wirklich im Moment hier ja so ein bisschen beispielhaft für die aktuelle Situation in Europa. Wenn wir auf die Bilanzsaison schauen, also Gewinnüberraschung Q3 in der abgelaufenen Bilanzsaison, da sehen wir eben links für den DAX
sind wir so ein bisschen unterdurchschnittlich. Aktuelles Quartal, hier dieser rote Balken, etwas unterdurchschnittlich und in den USA überdurchschnittlich. Aber was eben auch interessant ist, dass tatsächlich auch hier in den im DAX viel weniger Unternehmen positive Überraschungen schaffen als in den USA, wo wir hier im Schnitt bei ja, so 74% liegen. In Europa sind es so knapp 60%. Also von daher auch die USA, warum auch immer, vielleicht liegt es so ein bisschen am Erwartungsmanagement, Risikomanagement, dass man da eher in der Lage ist, die Erwartung zu übertreffen, die sich dann häufig in einer positiven Kursreaktion widerspiegeln. Muss nicht immer so sein, weil es ja auch natürlich auch auf den oder wichtiger noch auf den Ausblick drauf ankommt, aber häufig geht ja beides auch zusammen. Nicht immer natürlich, aber das spiegelt dann ja so ein bisschen einfach die Unternehmenssituation wider, dass wir im DAX, also die DAX-Unternehmen, hier nicht mal auf den Durchschnittswert kommen und in den USA schafft man das, den zu schlagen. Und das ist ja jetzt auch kein kurzfristiger Durchschnitt, sondern geht ja zurück bis 2006. Also ja, ist das, glaube ich, schon auch ein weiteres Spiegelbild der unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Ländern bzw. Regionen. Ja, kommen wir auf die Einzelaktien. Da ist es ja auch sehr interessant, gerade was jetzt die Verlierer anbelangt. Und man sieht ja häufig, dass die Verlierer zum Jahresende auch ja eher Verlierer bleiben, aber die Gewinner auch eher Gewinner bleiben. Also dass sich der Trend des Jahres in den letzten Wochen noch verstärkt, haben wir öfter schon gesehen. Und trotzdem kann es interessant sein, wenn wir jetzt so ein bisschen übers Jahresende hinausblicken, dann eben doch den einen oder anderen Verlierer, denn im neuen Jahr werden die Karten sozusagen neu gemischt. Und dann kann es ja durchaus schon mal sein, dass ein zurückgebliebener Titel, eine Aktie von einem Unternehmen, das eine Transformation hinter sich hat und jetzt bessere und besser nach vorne schaut, dass sich da dann eben tatsächlich auch in der Gunst der Anleger was verschieben kann. Deshalb haben wir heute mal Beispiel oder habe ich heute beispielhaft mal Bayer und Infineon mitgebracht aus dem DAX, auch so ein bisschen stellvertretend für die schwächere Entwicklung hier in Deutschland. Und Bayer, ja, im dritten Quartal wieder Prognosen verfehlt, Ausblick reduziert, die Aktie aufs tiefste Niveau, ich glaube, seit Ende 2003 gefallen. Also eine richtige Bodenbildung, dass man sagt, die Rechtsstreitigkeiten in Sachen Glyphosat, wenn da ein Prozess gewonnen wurde, dann stieg auch die Aktie wieder, weil es dann ja das Risiko so ein bisschen ausgepreist wurde, aber ja, nicht vollständig, da sind immer noch Verfahren anhängig, also von daher Bayer immer noch unter dem Abwärtsdruck, so möchte ich es mal sagen. Eine kleine Stabilisierung haben wir jetzt so unter 20 Euro, aber so richtig nachhaltig oder gar eine Erholung ist noch nicht zu sehen. Ein großer Bereich oder Geschäftsbereich, der eben dafür verantwortlich ist, dass es operativ eben nicht ins Laufen kommt, ist der Agrarbereich in Lateinamerika. Große Verluste eingefahren, Milliardenverluste in Q3 für diesen Bereich. Also da fehlt aktuell, muss man sagen, so ein bisschen die Fantasie, dass sich da was ändert. Und von daher, Bayer dann eher so ein Titel, wo man sagt, die müssen erstmal zeigen, dass sich was verändert hat zum Positiven. Da sieht es bei Infineon schon so ein bisschen besser aus. Durchwachsene Quartalszahlen, ich habe das alles mal so ein bisschen zusammengefasst, können natürlich auf die viel intensiver auf die einzelnen Sachen eingehen, aber ich habe die wichtigsten Punkte hier zusammengefasst. Durchwachsene Quartalszahlen. Ausblick lag unter den Analystenprognosen. Dennoch hat sich die Aktie ja leicht erholt. Und das zeigt mir eben, wenn schlechte Nachrichten nicht mehr negativ aufgefasst werden, dann ist das schon wieder fast positiv zu sehen, weil man ja mit Schlimmerem gerechnet hatte. Und das ist jetzt hier bei Infineon der Fall. Das Unternehmen hängt ja auch stark an der Automobilindustrie. Insofern ja, könnten das möglicherweise die ersten Vorläufer sein, dass sich hier auch die Situation etwas bessert. Aber ja, eine richtig starke Erholung haben wir eben auch noch nicht gesehen, aber doch etwas stärker als zum Beispiel bei Bayer. Das wäre sehr positiv. Und Continental habe ich jetzt einfach mal hier aufgeführt, weil die Situation hier ähnlich war. Auch hier hatte man bei den Quartalsergebnissen, ja,
nicht ganz so schlimm erwartet, im Gegenteil sogar positiv überrascht. Und das spiegelte sich dann auch in einer gewissen Kurserholung wieder. Also ich glaube, da muss man dann einfach unterscheiden, wie wirken sich diese Nachrichten positiv oder negativ auf den Aktienkurs aus und oder werden aufgefasst, denn die Erwartungen, das ist ja nun einmal das, was entscheidend ist für den Anleger oder für den Markt. Und wenn man die Erwartungen dann entsprechend über- oder untertrifft und dann plus die entsprechende Kursbewegung hat, dann ist das durchaus positiv zu sehen. Deshalb Infineon und Continental eher Kandidaten, wo man sagt, Bodenbildung könnte was Attraktives sein. Und vielleicht kann ich hier auch nochmal, ich springe gerade mal aus der Präsentation, auch nochmal eine Investmentalternative vorstellen, gerade eben auf Infineon, wo man sagt, Bodenbildung sind ja Discount-Zertifikate oder Seitwärtsprodukte insgesamt. Wenn ich erwarte, dass der Kurs nicht mehr weiter fällt, sondern eine Bodenbildung macht, seitwärts läuft, sind Papiere wie Discount-Zertifikate, Discount-Calls, Discount-Puts, sehr schöne Instrumente, wo ich noch eine positive Rendite erzielen kann, obwohl der Kurs auf der Stelle tritt und sozusagen im Vergleich zur Aktie dann attraktiver sind. Ich habe euch hier das einfach mal beispielhaft mitgebracht, das Papier hier. So, jetzt muss ich ein bisschen schieben, dass ich auch alles sehen kann. Bisschen runterscrollen. Hier sind die Kennzahlen, genau. Die SW3 RG4, also ein Discount Call Cap bei 30, das ist so am aktuellen Kurs, ein ganz bisschen drunter, also ein relativ neutral ausgerichtetes Discount-Zertifikat bis zum März, also auch eine überschaubare Zeit, wo ich von diesem Zeitwertverfall in der Option auch profitiere, also die Konditionen dann sozusagen für mich sprechen und eine Rendite von 9,2%, wenn wir eben am Verfallstag im März, 21. März 2025 über der 30, bei 30 oder darüber notieren. Ja, das Risiko versus Chance ist eben hier, dass der Discount zum aktuellen Kurs mit 8,61% ist, also erst darunter, unter dem Kaufpreis hier, laufe ich in die Verlustzone 27,47. Erst dann würde ich bei Verfall, wenn es drunter fällt, in die Verlustzone laufen. Also hier seht ihr auch nochmal den Puffereffekt nach unten umgerechnet in Prozent mit den 8,6%. Ja, das so als eine Investmentalternative zur Aktie und ich davon ausgehe, dass wir eben hier diese Bodenbildung in der Aktie sehen. Jetzt schalte ich hier nochmal zurück in die Präsentation Bayer und Infineon und damit ja schließen wir das Kapitel Verlierer oder zurückgebliebene Aktien, ja eher Verlierer in diesem Jahr so ein bisschen ab. Continental lohnt sich, glaube ich, auch hier mal hinzuschauen, aber ich will auch nicht zu sehr in die Produkte dann reingehen, sondern möchte euch eigentlich generisch hier nochmal zeigen, was man eben in welcher Marktsituation machen kann und in der Bodenbildung Discount-Zertifikate eben. Tolles Instrument, wie ihr eben gesehen habt. Ja, Rheinmetall und Nvidia. Rheinmetall, klar, Zeitenwende ausgerufen mit dem Einmarsch oder mit dem Russland-Ukraine-Krieg, hat profitiert. Positive Nachrichten, Auftragsbücher prall gefüllt, Produktionskapazitäten ausgeweitet und man peilt die Rendite an der oberen Spanne an. Der Rheinmetall-Chef denkt sogar über Zukäufe nach, weitere Zukäufe nach. Also von daher, ja, muss man es wohl einfach so sehen, dass es einer dieser Gewinner dieser Zeitenwende ist. Auch die Bundeswehr soll aufgerüstet werden. Da ist ja Rheinmetall auch ein großer Zulieferer. Also von daher, der Bereich Automobilsparte, den es ja auch bei Rheinmetall gibt, wenig bewertet. Rheinmetall, hauptsächlich als Rüstungskonzern hier gesehen, eben mit einer Performance, hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Also hinter Siemens Energy, die zweitbeste Aktie im DAX in diesem Jahr. Insofern hier auch eher, ja, ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzen könnte. Wenn wir sagen, dass die Gewinner des Jahres auch auf den letzten Metern Gewinner sein werden, aufgrund der Saisonalität, Argumente, die ich vorhin auch
nochmal aufgeführt habe. Nvidia, klar, auch die Aktie des Jahres, möchte ich fast sagen, mit dem Thema KI, Chips und so weiter. Zuletzt aber eben, ja, tatsächlich wieder super Wachstumszahlen, Umsatz, Gewinn, ganz, ganz toll. Aber Ausblick war auch gut, aber und deshalb auch die Fokussierung auf den Erwartungen, da waren die Erwartungen nicht positiv genug. Sie waren positiv, aber nicht positiv genug. Und deshalb kam es eben bei Nvidia zu einer gewissen Konsolidierung. Und wenn ich sagte vorhin, Open Interest im S&P 500, im Gesamtindex, über dem aktuellen Kurs stark nachgefragt, war es bei Nvidia so, dass wir jetzt tatsächlich in die Zone wieder reingelaufen sind, wo das Open Interest auf dem aktuellen Niveau stark gefragt ist. Also natürlich, wenn wir diese positive Tendenz zum Jahresende auch sehen, werden Tech-Aktien davon profitieren, weil sie eben in diesem Jahr, ich glaube, Nvidia ist die drittbeste Aktie im S&P 500, in diesem Jahr wird natürlich weiterlaufen, aber möglicherweise gibt es Nachzügler, die dann mehr stärker wachsen können. Aber auf jeden Fall Nvidia auch einer der Titel, wo man sagt, ja, Erwartungen nicht positiv genug, gab einen kurzen Abverkauf, kurzen Rücksetzer, aber dann hat die Aktie sich auch schon wieder erholt. Von daher ja, ist Nvidia so ein Kandidat, der auch in Schwäche hinein sich angeschaut werden muss. Und sowohl Rheinmetall, auch Nvidia, Holger, sind für mich, und damit Franz-Georg übergebe ich dann auch an dich, Kandidaten für Hebelprodukte, wo ich sage, ja, vielleicht will ich ein bisschen mehr partizipieren am Aufschwung mit einem Hebel. Es muss ja gar kein 10er oder 15er Hebel oder sowas sein. 2-3er Hebel für Leute, die ein bisschen mehr Drive ins Depot bekommen wollen, finden da ja auch schon genügend Produkte. Ich will es jetzt nicht nochmal raussuchen. Gibt es ja einige auch bei euch im Sortiment. Gibt es ja genug, weil das ja auch einfach Titel sind, die nachgefragt sind. Von daher wäre das so ein bisschen mein Schlusswort, Franz-Georg. Würde ich dann an dich übergeben für die Charttechnik und die großen Indizes. Da kannst du ja auch nochmal drauf eingehen, wie es im S&P 500 vielleicht aussieht. Was sagt die Charttechnik? Wenn meine Erfahrung ist, wenn das oft zusammenspielt, dann sind das ja meistens ganz, ganz gute Signale. Genau, von meiner Seite her vielen Dank erstmal an dich, Benjamin. Also oftmals ist es so, gerade bei hochvolatilen Aktien sollte man dann doch mit dem Hebel etwas vorsichtiger sein. Hohe Volatilität in der Aktie, eher niedriger Hebel. Wenn man eine sehr gering schwankende Aktie hatte, kann man sich dann, glaube ich, auch an höheren Hebel orientieren. Aber ich übergebe jetzt an den Franz-Georg und ich bin gespannt, was die Charts sagen. Hallo, Franz-Georg. Damit würden wir mal reingehen in Chart und Markttechnik, insbesondere eben auch Markttechnik und Statistik. Habt ihr sicherlich schon einige Webinare auch mit uns gemacht, und das ist ja so ein bisschen auch das Steckenpferd, dass man eben hier auch über die statistische Schiene sich so ein paar, ja, ich sag mal, Vorteile vielleicht verschaffen kann, wenn man so ein bisschen weiß, wo sind jetzt so stärkere Phasen, schwächere Phasen, was gibt es so an Besonderheiten zu berücksichtigen. Und wir biegen ja jetzt so langsam auf die Zielgerade ein an den Aktienmärkten, sind ja jetzt noch ungefähr 4 Wochen. Und es gibt so ein bisschen auch dieses Thanksgiving-Phänomen an den Börsen. Das ist nichts anderes, als dass man hier so ein bisschen eben darauf abstellt, dass so um die Feiertage in den USA herum häufig schon mal noch ganz gute Renditen erzielt werden können. Ihr seht das hier entsprechend mit der Übersicht. Das sind die durchschnittlichen Performance des S&P 500 seit 1950. Also eine ziemlich langfristige Betrachtung. Bitte hier nicht jetzt auf jede Kommazahl achten. Das ist nicht der Sinn der ganzen Sache, sondern man muss hier so ein bisschen Zonen sich rausschauen. Dann sieht man eben auch, also zum Jahresende hin, ja eigentlich der S&P 500 noch ganz gut unterstützt ist mit so einer kleineren, eher Konsolidierungsphase hier in der ersten Dezemberhälfte. Ich markiere das mal so ein bisschen. Ihr seht es hier, da ist eher so etwas rötlicher das Ganze eingefärbt, aber dann nochmal eine ziemliche Stärkephase eigentlich so in der zweiten Dezemberhälfte. Also so zwischen den Jahren, den Feiertagen, da wird der Index gerne nochmal etwas nach oben gezogen, ein bisschen Portfolio. Optimierung vielleicht auch, die Umsätze sind häufig sehr dünn, das heißt also auch mit kleineren Einsätzen können hier nochmal die Kurse in eine gewünschte Richtung bewegt werden, und deshalb hier schon mal so ein bisschen der
Blick eben auf den Dezember, der eigentlich ein ganz freundlicher Börsenmonat ist, aber die erste Monatshälfte eher mal von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet und die zweite Monatshälfte etwas stärker. Und stellt sich natürlich auch die Frage, wenn denn die Aktienmärkte schon so stark gestiegen sind seit Jahresbeginn. Wir haben ja beim S&P 500 final Daumen 25%, 26 auf der Uhr schon. Das ist ja wirklich sehr, sehr viel, weit über dem zu erwartenden Durchschnitt eigentlich in den ersten 11 Monaten. Was ist denn eigentlich im Dezember dann noch möglich? Und diese Auswertung hier von Carsten, die zeigt das mal beispielhaft. Wir haben einfach mal geguckt, ja, wie entwickelte sich denn eigentlich der S&P 500 im Dezember, wenn die ersten 11 Monate schon plus von 20% vorliegen. Und man sieht es hier eigentlich der Dezember mit einer sehr überzeugenden Bilanz. In 9 von 10 Fällen ging es also tatsächlich dann nochmal weiter aufwärts, im Mittel so ungefähr um 2,5 zu 2%. Und wenn man das mal abgleicht mit allen Dezember-Performance-Entwicklungen seit 1950, und das ist, finde ich, immer wieder ganz wichtig, um eben auch solche Daten entsprechend einordnen zu können, dann sieht man eben, dass wenn man alle Dezember berücksichtigt, haben wir hier eine Trefferquote von 74% und eine um rund, ja, deutlich doch geringere Durchschnittsrendite, die zu erwarten ist, 1,5% nur, also 0,9% und ungefähr weniger. Also beide Kennzahlen fallen etwas schwächer aus und das zeigt eben auch so ein Grundprinzip der technischen Analyse letztlich, dass eben Stärke weitere Stärke nach sich zieht. Und wenn eben die Indizes schon so gut gelaufen sind, dann kommt es eben häufig nicht zu Gewinnmitnahmen zum Jahresende, sondern eben nochmal zu weiter steigenden Kursen. Zumindest mal was hier den S&P 500 angeht, kann man sagen, der Dezember sollte doch zumindest mal aus statistischer Sicht positiv ausfallen. Auch das ist hier natürlich keine Garantie, selbst wenn hier eine Trefferquote von 100% stehen sollte. Bitte nicht einen Kredit aufnehmen und jetzt hier voll spekulieren darauf, dass es jetzt auch in diesem Dezember wieder so sein wird. Es könnte auch mal wieder einen 1996er-Effekt geben, wo es dann runtergeht. Aber von der Grundtendenz her bleiben wir zumindest mal statistisch ganz gut unterstützt jetzt in den letzten 4 Wochen des Jahres. Das zeigt sich auch, wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter eingrenzt, also zum Beispiel nur den Dezember berücksichtigt in einem Election Year, also im Wahljahr, was ja 2024 eben der Fall gewesen ist. Auch da ist es eben so, der Dezember hat tatsächlich die höchste Trefferquote hier mit gut 83%, ähnlich hoch wie im Juni. Und eben hier im Durchschnitt ging es um 1,3% nach oben. Also von der Tendenz her, auch beide Kennzahlen, ja, Durchschnittsrendite und Trefferquote fallen entsprechend positiv aus. Und wer sich jetzt mal hier die Mühe macht, so ein bisschen die Monatsrenditen auch sich anschaut, beziehungsweise Trefferquoten, da wird auch feststellen, es gab hier einige Monate im Jahresverlauf, wo genau das Gegenteil eigentlich eingetreten ist. Also insbesondere hier in den ersten 6 Monaten hatten wir auch schon mal Abweichungen gehabt. Auch deswegen hier der kleine Disclaimer. Es kann natürlich im Dezember auch wieder nach unten gehen. Jeder weiß es. Wir haben sehr viele Unsicherheitsfaktoren geopolitischer Natur und natürlich eben auch, man weiß nicht, was Trump alles noch verkünden wird. Also es kann tatsächlich auch nochmal zu einer Korrektur kommen. Aber auch diese Statistik letztlich zeigt, in Wahljahren ist der Dezember eigentlich ein ganz guter Monat. Ja, dann habe ich mich hingesetzt und mal so ein bisschen selbst auch gerechnet. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man jetzt zum Beispiel in den S&P 500 eingestiegen ist, immer wenn er zum Beispiel sich nicht ganz so gut entwickelt hat, zum Beispiel in den ersten 11 Monaten um weniger als 10% seit Jahresbeginn zugelegt hat und dann am 1. Januar die Position geschlossen hat, wie wäre dieser Trade ausgegangen seit dem Jahr 2000? Ihr seht hier eine relativ durchwachsene Bilanz, also knappe 50% Trefferquote, Durchschnittsergebnis sogar leicht negativ, zuletzt 2018 und 2022. Wäre es tatsächlich hier besser gewesen, eher über die Short-Seite den Index zu spielen. Das heißt also, wenn der S&P 500 tatsächlich in den ersten 11 Monaten weniger als 10% zugelegt hat, dann war das eher mal ein Signal gewesen, Vorsicht, der Dezember könnte sich schwach entwickeln. Jetzt haben wir eine andere Ausgangslage, ich habe es ja schon gesagt, 25% plus. Und hier auch nochmal meine entsprechende Auswertung dazu, wenn er um mehr als 10% zugelegt hat, dann haben wir hier tatsächlich eine sehr hohe Trefferquote, 90% Durchschnittsergebnis, 2,5%, ich habe es gerade eben schon gezeigt. Hier die vergangenen Jahre waren eigentlich seit 2017 immer durchweg positiv gewesen und auch hier, was wichtig ist, vor allen Dingen eben auch das Risiko mit der roten Linie dargestellt, war ebenfalls überschaubar. Also wir haben seit 2017 keinen größeren Rückschlag mehr gehabt bei dieser Strategie von mehr als 2%, wenn man, wie gesagt, am letzten Handelstag im November eingestiegen ist und dann Anfang Januar verkauft hat, dann ging es maximal hier um 2% nach unten.
Gibt natürlich davon auch immer Ausnahmen, aber wie gesagt, normalerweise sollten die Märkte eigentlich ganz gut unterstützt sein. Das ist mal so der Blick amerikanische Aktienmärkte bis zum Jahresende. Dann schauen wir mal so ein bisschen auch schon mal auf 2025, rückt ja näher, wird sehr, sehr spannend. Die Grafik hier mahnt so ein wenig zumindest mal zur Zurückhaltung. Und zwar geht es hier darum eben, ja, wie entwickeln sich denn eigentlich solche Bullenmärkte in den verschiedenen Jahren? Man kann jetzt hier davon ausgehen, eben, dass ja, so ein aktueller Bullenmarkt ja auch schon eine ganze Zeit lang läuft und vielleicht eben dann auch mal zur Schwäche neigt. Es ist immer auch die Frage, wann beginnt eigentlich ein Bullenmarkt? Man kann ihn so definieren, dass es zum Beispiel eine Korrektur gab von mindestens 20% ausgehend vom vorherigen Hoch. In Amerika ist es so, da ist man davon ausgegangen, hier auch bei Carson, das Tief, das hier, ich glaube, es war im Oktober gewesen, 2022, Anfang Oktober ausgebildet wurde an den Aktienmärkten. Das wurde als Startpunkt genommen für den laufenden Bullenmarkt. Und wenn man jetzt da mal quasi davon ausgeht, dass das eben jetzt der Start gewesen ist, dann haben wir das erste Jahr häufig mit sehr, sehr hohen Returns gesehen. Das gab es ja auch 2023. Hat man ja auch ein relativ erfreuliches Aktienjahr, dann 2024 ebenfalls sehr, sehr positiv. Es fällt mir so ein bisschen auf, dass das dritte Jahr in einem Bullenjahr, und da sind wir jetzt ja drin, wenn man jetzt im Oktober 22 als Beginn nimmt, dann haben wir jetzt das dritte Jahr am Laufen, dass das eher etwas durchwachsen und schwierig ist. Sollte aber der Markt dann keine so stärkere Korrektur zeigen, sodass quasi der Bullenmarkt endet mit einem größeren Rückschlag von 20%, dann sind eigentlich Jahr 4, Jahr 5 und Jahr 6 doch wieder relativ erfreulich, aber man kann sich so ein bisschen merken, das dritte Jahr nach Beginn des Bullenmarktes ist häufig etwas durchwachsener. Da sollte man zumindest mal nicht erwarten, dass ähnlich hohe Renditen erzielt werden können wie den ersten beiden Jahren. Und das passt auch so ein bisschen, wenn man das Ganze mal abgleicht hier mit dem Presidential Cycle, den wir ja in den USA sehr ausgeprägt haben und an dem sich natürlich auch so ein bisschen der DAX letztlich orientiert, der ja die Wall Street, die Weltleitbörse ist. Und ich finde, es ist immer wieder überraschend, wie engmaschig eben sich auch solche Indizes wie der S&P 500 an solchen langjährigen zyklischen Mustern orientieren. Ihr habt hier in Violett dargestellt, den sogenannten Presidential Cycle in den USA. Also das heißt also das erste Jahr des Präsidentschaftszyklus, dann haben wir hier das Midterm-Jahr, wo ja auch die Midterm-Elections stattfinden, dann das dritte Jahr des Presidential Cycle, also das Vorwahljahr und dann hier Jahr 4 ist dann das vierte Jahr des Präsidentschaftszyklus, also das Wahljahr. Und genau das haben wir jetzt ja gerade ungefähr schon abgeschlossen und in schwarz dargestellt entsprechend die Entwicklung des S&P 500 und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie engmaschig sich der S&P 500 in den vergangenen 3-4 Jahren eben an diesem Durchschnittsverlauf orientiert hat. Also wenn man sich das mal anschaut, hier im Midterm Year haben wir wirklich exakt das Tief ausgebildet und das ist ja auch dieses Bärenmarkt-Tief, was ich gerade eben schon erwähnt hatte. Das deckt sich sehr eng hier auch mit dem Durchschnittsverlauf. Dann haben wir hier einen Hoch gehabt im dritten Jahr. Auch das wurde eigentlich hier sehr schön ausgebildet vom S&P. Danach eine Konsolidierungsbewegung, dann eine starke Rallye-Phase, Konsolidierungsbewegung, starke Rallye-Phase. Hier das Hoch im ersten Jahr wurde relativ gut getroffen. Und wenn man sich das jetzt mal so groben Kompass einfach schon mal für 2025 als Vorlage nehmen würde, dann hätten wir eben hier wahrscheinlich mal so die Tendenz einer Ausbildung eines frühen Hochs im Januar. Da kommt jetzt nicht mehr ganz so viel über den Jahreswechsel und eine Ausbildung eines ersten Hochs eben über den Jahreswechsel. Ausgehend davon dann eher eine konsolidierende Phase, die wahrscheinlich so vielleicht bis zur Jahresmitte anhalten dürfte. Ihr seht jetzt ein bisschen, es geht tendenziell eher etwas abwärts, das heißt also Konsolidierung in der ersten Jahreshälfte und ausgehend davon dann eine wieder stärkere Erholungsphase in der zweiten Jahreshälfte, die so ungefähr bis November anhalten könnte. Das kann man auch so ein bisschen vielleicht in Einklang bringen mit der aktuellen Ausgangslage. Wir haben einen sehr hohen Optimismus derzeit vorliegen, insbesondere in den USA, wenn man sich Sentimentumfragen anschaut. Einige sind da tatsächlich auf einem Rekordhoch, je nachdem, wie lange die Datenhistorie auch zurückreicht. Aber es gibt einige inzwischen schon, wo eben Anleger in den USA sagen, auf Sicht der kommenden 6 Monate sehe ich den S&P 500 höher oder tiefer. Und da gibt es tatsächlich derzeit eine Ausprägung, dass ein Rekordstand an Anlegern den S&P 500 auf Sicht von 6 Monaten höher sieht.
Und der Punkt ist dann natürlich, wenn so viele Investoren eben den S&P zum Beispiel oder den amerikanischen Aktienmarkt höher sehen, dann sind sie entsprechend optimistisch eingestellt und rechnen dann natürlich auch mit weiter steigenden Kursen und sind entsprechend auch positioniert. Wenn aber schon das Kapital eingesetzt wurde auf sich eben und in Erwartung steigender Kurse, wer soll dann noch kaufen? Dann gibt es eben relativ wenig Geld, man sagt so schön an der Seitenlinie, das noch wartet, um eben in den Markt zu strömen. Das ist zumindest mal eine Sentimentbetrachtung. Man kann natürlich auch immer noch argumentieren, Geldmarktfonds in den USA haben immer noch hohe Milliardenbeträge, auch das kann alles noch in den Aktienmarkt kommen. Aber ich wollte euch alles einfach mal so als Info mitgeben. Zudem haben wir hier auch viel über Trump und die Trump-Trades, gerade eben Benjamin hat schon vorgestellt, eingepreist. Also auch hier steckt schon viel in Kursen drin. Der S&P 500 von der Bewertung her sehr, sehr teuer mit einem Forward-KGV von rund 23 auf Sicht der nächsten 12 Monate. Das liegt signifikant über dem langjährigen Durchschnitten, 5- und 10-Jahres-Durchschnitten von ungefähr 18 bis 19. Also da wird schon sehr viel positive Gewinnentwicklung auch eingepreist, die Unternehmen erst einmal liefern müssen. Sie müssen in ihre Bewertungen erstmal reinwachsen. Das gilt zumindest mal für den Gesamtmarkt. Man kann auch das wieder runterbrechen und sagen, ja, die Magnificent Seven haben mit einem Forward-KGV von 33 eine sehr, sehr hohe Bewertung. Aufgrund ihrer hohen Gewichtung verzerren sie ja noch das Durchschnitts-KGV des S&P 500 wieder nach oben. Also ihr seht es schon, dafür könnte man allein schon ein eigenes Webinar machen. Aber ich finde, von der Grundtendenz hier gibt es durchaus einige Argumente, die dafür sprechen, dass wir erstmal so die erste Jahreshälfte vielleicht etwas, ja, Luft holen, so möchte ich es mal formulieren in den USA. Man sieht es ja auch bei den Aktien, die hauptverantwortlich sind eigentlich für den Anstieg im Nasdaq und auch im S&P. Auch die sind zuletzt nicht mehr alle gelaufen. Ja, wir haben Nvidia gehabt, die auf die Quartalszahlen gar nicht mehr so positiv reagiert haben, weil ganz einfach der Ausblick nicht so stark war. Ihr seht hier eine Microsoft, die auch schon seit vielen Monaten eigentlich seitwärts tendiert, eine Meta-Aktie, die ja seit Oktober in eine Konsolidierungsbewegung übergegangen ist, eine Google zurückgefallen, auch an die 200-Tage-Linie, sind natürlich auch Zerschlagungs, ja, ich sag mal, Gerüchte immer wieder aufgekommen, ist man entsprechend vorsichtig. Amazon ist zurückgefallen an das Ausbruchsniveau, eine Apple konsolidiert knapp unter der Rekordmarke, aber ihr seht hier auch keine hohe Aufwärtsdynamik mehr letztlich drin und gerade auch so eine Aktie wie Nvidia, die ja sehr stark gestiegen ist seit Jahresbeginn, muss man sich das mal auch runterrechnen auf Indexebene. Wenn man sich mal anschaut, Nvidia ist ungefähr mit 8,5% im Nasdaq an 100 gewichtet, ist nach Apple die zweitgrößte Titel im Index selbst und hat, glaube ich, 2024 Pi mal Daumen 180% zugelegt, der Nasdaq selbst um 26%. Und jetzt kann man das entsprechend mal so ein bisschen runterrechnen. Von den ungefähr 26%, die der Nasdaq seit Jahresbeginn gestiegen ist, gehen knappe 16 Prozentpunkte allein auf Nvidia zurück. Das heißt also, die Aktie steht ungefähr für 60% des gesamten Nasdaq 100 Performance seit Jahresbeginn. Wenn man jetzt mal Nvidia ausklammern würde, dann würde oder wäre der Nasdaq 100 nur um knapp 11% gestiegen. Und das sind dann doch schon Extreme. Und wenn man das Ganze noch etwas ausweitet, zum Beispiel eben auf die drei größten Positionen mit einer Apple, Nvidia und einer Microsoft, dann stehen die bereits für knapp ein Viertel des gesamten Index. Und das zeigt wiederum die hohe Abhängigkeit. Also wenn ich im Nasdaq investiere, muss ich einfach wissen, dass ich vor allen Dingen in Apple, Nvidia und in Microsoft investiere. Und wenn die nicht mehr ziehen, dann ist auch der Index ein bisschen schwieriger. Und gerade bei Nvidia habe ich dann doch eben auch so ein bisschen Schwierigkeiten langsam hinsichtlich der Bewertung, vor allen Dingen eben auch Wachstum und sowas, was schon alles eingepreist ist. Ein klasse Unternehmen, keine Frage, aber da ist eben entsprechend auch schon viel Erwartungsmanagement drin. Ja, dann habe ich mich hingesetzt und das Ganze noch mal etwas runtergerechnet, eben auch auf den DAX. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Ich denke, das interessiert ja auch immer sehr, sehr viele. Also wenn der DAX Ende November um weniger als 10% seit Jahresbeginn zugelegt hatte, wie ging es dann eigentlich im Dezember weiter? Ihr habt hier die entsprechenden Ergebnisse, ähnlich wie beim S&P-Trefferquote, ja, 50%, nur knapp. Durchschnittsergebnis auch negativ. Ihr seht hier einige Ausreißer eben auf der Unterseite. 2018, 2022 sind hier als Beispiele zu nennen. Dann wieder der gegenteilige Analyse und das gilt ja zumindest mal noch dieses Jahr, wenn er Ende November seit Jahresbeginn mindestens 10% im Plus lag, Ausstieg am ersten Handelstag im Januar, wie ist dann der Trade ausgegangen? Trefferquote
Ja, knapp 8 von 10, nicht ganz so gut wie beim S&P, aber trotzdem noch sehr, sehr solide Durchschnittsergebnis 2,5%. Ja, hier so zwei Ausreißer, 2,15 und 2,17. Da kämpft der Index auch etwas mit seiner 200-Tage-Linie. Das steht ja im Augenblick nicht zur Disposition. 21 und 23 haben wir eigentlich ganz gute Returns noch gesehen beim DAX. Also von daher sieht das soweit ganz gut aus, auch beim DAX, dass wir hier nochmal ein bisschen vielleicht nach oben draufziehen. Aber ich bin ehrlich gesagt etwas vorsichtiger, was zumindest mal die europäischen Indizes angeht. Wir können hier mal einen Blick eben jetzt auch auf die reine Technik schauen, auf die Charttechnik und die Markttechnik. Beginnen wir hier einfach mal beim DAX, weil wir gerade eben auch statistisch beim DAX gewesen sind. Man sieht hier doch einen ziemlich deutlichen Unterschied. Ich ziehe uns hier mal so ein bisschen in den Wochenchart erstmal rein, um den Überblick zu bekommen. Und da kann man eigentlich sehr schön schon erkennen. Wir haben hier eine Aufwärtstrendlinie. Das ist so ein bisschen, hat das den Geschmäckle eines Keils, der hier ausgebildet wird. Aber das ist im Augenblick eigentlich nicht so das Thema. Sehen finde ich vielmehr so eine relativ geringe Aufwärtsdynamik insgesamt. Ja. Der Anstiegswinkel hier, der 200-Tage-Linie, man sieht es, lässt auch ganz allmählich etwas nach. Und hier wirkt natürlich jetzt auch diese Seitwärtsphase immer stärker rein, denn letztlich ist der DAX ja nur in den ersten, ja, kann man so sagen, 3 Monaten wirklich kräftig gestiegen. Also die gute Jahresbilanz beim DAX basiert letztlich nur auf der starken Performance in den ersten 3 Monaten. Zum Großteil, so möchte ich es mal nennen. Ihr seht hier die Serie an weißen Wochenkerzen. Danach, seit Beginn des zweiten Quartals, ist nicht mehr so viel passiert. Ja. Wir sind hier ungefähr bei 18.500 Punkten ins zweite Quartal reingegangen. Und es ist nicht noch, es ist ein paar Tage her, da stand der DAX mal bei 18.800, also 300 Punkte höher. Das zeigt sehr schön ja eigentlich, dass hier relativ wenig Dynamik reingekommen ist. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Wachstumsschwäche in Europa, natürlich auch Standort Deutschland, wobei man da vorsichtig sein muss, denn die DAX-Unternehmen zumindest erzielen ja inzwischen, ja, je nach Unternehmen, 70-80% ihrer Umsätze außerhalb von Deutschland. Das heißt also insbesondere der Heimatmarkt und somit eben die Konjunkturschwäche in Deutschland ist für die DAX-Unternehmen eigentlich nicht das Problem. Aber wir haben hier natürlich auch in Europa Wachstumsprobleme. Wir haben die Sorgen gehabt, dass es hier zu Strafzöllen kommt aus den USA. Gerade der amerikanische Absatzmarkt ist ja sehr, sehr wichtig eben auch für die deutsche Exportindustrie. Es ist auch ausgehend von der letzten Trump-Präsidentschaft 2016, 2020 nochmal signifikant hat das Ganze zugenommen, das Handelsvolumen zwischen Deutschland und den USA. Und da sind wir ja jetzt inzwischen, ich glaube, im vergangenen Jahr bei 158 Milliarden Euro gewesen. Das sind 10% der deutschen Ausfuhren, entspricht das. Also es ist wirklich auch von einer großen Bedeutung letztlich der amerikanische Absatzmarkt. Will ich aber nicht zu weit abschweifen. Was ich einfach euch mitgeben möchte, ist, dass wir im DAX eine relativ geringe Aufwärtsdynamik haben. Das Gleiche zeigt sich zum Beispiel auch hier beim Eurostoxx 50, ja, man kann sich die Charts ein bisschen mal merken, wenn man sich dann gleich die amerikanischen Indizes anschaut. Der Eurostoxx ist natürlich jetzt ein Kursindex, ich könnte jetzt hier auch noch den DAX-Kursindex entsprechend aufrufen. Da handeln wir auch noch über der 200-Tage-Linie. Ihr seht es hier, der Eurostoxx 50 handelt inzwischen schon seit einigen Wochen unter der 200-Tage-Linie. Und es gibt einige regelbasierte Handelsstrategien, die zum Beispiel eben dann auch aussteigen, wenn ein Index eben unter seinen 200-Tage-Mittelwert fällt. Und auch hier sieht man sehr schön, finde ich, eine sehr geringe Aufwärtsdynamik, wenn überhaupt noch vorliegen. Wir sind eigentlich beim Eurostoxx und somit dem europäischen Leitindex nur noch in einer Seitwärtsspanne mit Tendenz ganz klar nach unten. Ja. Wir haben ja häufiger nicht mehr die Oberpunkte angelaufen. Erholungen wurden immer früher zum Aufstieg genutzt. Also hier droht so ein bisschen die Falltür nach unten. Und was dann passiert, haben wir eben Anfang Juli, Anfang August gesehen, als dann sehr schnell Kurse auch mal auf die 4,4, 4,5 nach unten durchgereicht wurden. Ganz einfach, weil wir hier eben auch keine tragbaren Unterstützungen ausgebildet haben. Also Vorsicht, meiner Meinung nach, was zumindest mal europäische Indizes angeht. Hier wird schon seit vielen Wochen Kapital abgezogen, weil man hier ganz einfach nicht davon ausgeht, dass es hier zu einer Wachstumsdynamik kommt und strukturellen Probleme in der Eurozone einfach doch zu umfassend sind. Beim DAX das Gleiche. Auch hier die 20.000er Marke natürlich nach oben hin, so ein bisschen die Schallmauer. Maximal unser Schwankungskanal ist hier Platz bis Augen wirklich 20.300, 20.400 Punkte.
Gehen wir mal nicht davon aus, dass der DAX das tatsächlich noch abarbeiten wird. Auf der Unterseite für den kurzfristigen Bereich Anleger wichtig, hat ja jeder, denke ich mal, mitbekommen. Wir haben hier so ein bisschen am DAX eine korrektive Flaggenformation, die sich hier vielleicht ausbildet. Ist allerdings auch noch nicht ganz sicher. Wenn ich das hier mal so einzeichne, ihr seht es hier, das ist ein bisschen diese Flagge, die ich hier gerade erwähnt hatte. Sie kann sich auch nach oben hin auflösen. Wenn wir über 19.400 Punkte steigen, dann haben wir tatsächlich Raum hier bis zu einem Rekordhoch 19.6, 19.7. Im Idealfall 20.000 erwarte ich aber nicht mehr. Dafür muss der DAX erstmal liefern. Auf der Unterseite ist der DAX tatsächlich noch sehr stark unterstützt bei 18.8 bis 19.000. Ihr seht hier auch die langen Lunden an den entsprechenden Tageskerzen. Das heißt also, Schwächeanfälle im Tagesverlauf wurden bis Handelsende immer wieder zurückgekauft. Das ist eine massive zentrale Unterstützungsregion, 18.8 bis 19.000. Sollte die durchstoßen werden, ist das Rückschlagpotenzial meiner Meinung nach immer noch überschaubar. 18.5 haben wir hier das umsatzstärkste Preisniveau der vergangenen Monate mit der steigenden 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie wurde Anfang August gekauft. Deshalb auch hier beim DAX 18.5 gut unterstützt, dann noch ein bisschen 18.250. Wenn wir da drunter haben, dann ist es wirklich kritisch, denn dann haben wir auch die 200-Tage-Linie signifikant unterboten. Und da muss man sich mit tiefen Niveaus auseinandersetzen. Aber bis dahin sieht das eigentlich soweit alles noch ganz okay aus. Hängt da meiner Meinung nach sehr stark davon ab, was ab dem 20. Januar wir aus den USA hören. Wie schnell wird Trump das Thema Zölle auf die Agenda bringen? Und vor allen Dingen, er ist ja immer an Deals interessiert. Das heißt, wie wird man ihm vielleicht entgegenkommen können mit irgendwelchen Angeboten und somit eben Zölle mindern oder eben auch, dass die nicht so stark ausfallen? Das wird sehr, sehr spannend. Insgesamt rechne ich, dass wir erhöhte Volatilität 2025 haben, was insbesondere eben dann vielen Produkten, wo eben auch die von einer Seitwärtsrendite abhängen, wo die Volatilität ein wichtiger Einflussfaktor ist, dass die dann interessante Konditionen vielleicht aufweisen können. Also zum Beispiel die von Benjamin gerade eben schon angesprochenen Discount-Zertifikate bieten sich da an. Die sind sehr stark von der Volatilität abhängig. Die kauft man dann, wenn die Volatilität hoch ist, weil ich dann auch einen relativ hohen Discount vereinnahmen kann. Inline-Zertifikate, Inline-Optionsschein, Entschuldigung, Discount-Optionsscheine, also die ganze Klaviatur profitiert eigentlich von höherer Volatilität. Ja, das war so den Aussicht für den DAX. Wie gesagt, ich bin für europäische Indizes wirklich eher etwas vorsichtig gestimmt. Da würde ich defensiv agieren mit entsprechenden Seitwärtsprodukten. Bei den amerikanischen Indizes, wenn ihr hier auf den Chart schaut für den Nasdaq, das sieht schon alles ganz anders aus. Wir haben immer noch einen intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Die Indizes notieren über ihrer steigenden 200-Tage-Linie, notieren sogar meistens in einem intakten Aufwärtstrend oder Aufwärtstrendkanal, wie hier entsprechend beim Nasdaq dargestellt. Wir haben hier noch eine kleine offene Kurslücke. Achtet bitte, amerikanische Indizes neigen dazu, dass sie Kurslücken gerne schließen. Also zum Beispiel diese hier, die wurde jetzt mit dem Anstieg vorgestern gefüllt. Auch hier haben wir einige Kurslücken, die innerhalb von wenigen Tagen gefüllt wurden. Wie gesagt, eine kleine noch auf der 20.275 ungefähr, das ist noch der 50-Tage-Durchschnitt. Unter Umständen laufen wir das Niveau nochmal an bei einer möglichen Korrektur in der ersten Dezemberhälfte und dann setzen wir uns nochmal nach oben ab 21.000, 21.300 Punkte. Hängt dann auch viel damit zusammen, natürlich, wie sich die Zinsen in den USA entwickeln. Stichwort hier natürlich die 10-jährigen Anleiherenditen, was dann Zinssenkungen eingepreist wird. Deshalb bei Technologieaktien vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil die doch relativ zinssensitiv sind. Auf der anderen Seite sind gerade die Big Caps immer wieder auch gesucht, um die Zollproblematik zu umgehen. Hat es ja jetzt gesehen, eben General Motors zum Beispiel leidet ja auch darunter, dass jetzt die Zölle in Mexiko eben, Strafzölle wohl wahrscheinlich erhöht werden. Das ist für die Tech-Industrie nicht so ein großes Thema, aber insgesamt bin ich hier für den Nasdaq eigentlich noch relativ zuversichtlich. Als Stopp kann man sich so ein bisschen hier diese Cluster-Unterstützung vormerken, 200-Tage-Linie 19.000 bis ungefähr 19.600 Punkte, also die Unterseite des Aufwärtstrendkanals, die 200-Tage-Linie. Rücksetzer in diesem Bereich bieten sich meiner Meinung nach zum Einstieg an. Erst wenn der Index da runterfällt, müsste wohl eine, ja, etwas negativere Einschätzung ist dann gerechtfertigt, solange der Kurs darüber notiert, tendenziell eher mal weiter steigende Kurse sind dann zu erwarten. Ähnlich das Bild hier beim S&P 500,
Aber auch hier, wenn ihr euch mal den Wochenchart zu Gemüte führt, ja, wir sind leider wirklich jetzt auch an der Oberseite angekommen. Das ist hier die Aufwärtstrendlinie, die verläuft Pi mal Daumen jetzt so bei 6.100 Punkten, der Index selbst ist bei 6.020. Also das ist nicht mehr viel und ihr seht es, jeder Anlauf hier an die Trendlinie scheiterte in den vergangenen, also anderthalb, zwei Jahren. Auf der Abstand jetzt zur 200-Tage-Linie ist schon ganz gut. Der 200-Tage-Durchschnitt hier läuft langsam eher etwas seitwärts. Die Aufwärtsdynamik lässt insgesamt nach. Das meinte ich gerade eben auch mit diesem Präsidentschaftszyklus, dass wir doch vielleicht ein bisschen ruhiger in 2025 reinstarten. Hier oben das nochmal anlaufen, so in der finalen Weihnachtsrallye, aber dann doch eher mal uns nach unten orientieren sollten. Haltzonen hier ähnlich wie beim Nasdaq, 200-Tage-Linie, 5.400 Punkte, Trendlinie derzeit 5.600 Punkte. Das sind so die Zonen, auf die man achten sollte. Ohne große offene Kurslücke noch um die 5.800. Beim Dow auch eigentlich schön aufwärtsgerichtet hier noch der Trend. Aber auch da sind wir mehr oder weniger schon an der Oberseite angekommen. Nicht ganz so deutlich ausgebildet, aber ihr seht es hier, 45.000 haben wir auch hier entsprechend beim Dow als mögliche Zielmarke maximal auf der Oberseite. Und dann würde ich mal sagen, ist hier doch die Luft etwas dünner. Dann gehen wir noch ganz kurz rüber an die Währungsmärkte, können wir noch einen Blick drauf werfen. Ist ja auch immer wieder spannend für Gold, Euro, US-Dollar, meiner Meinung nach jetzt eher wieder an der Unterseite angekommen, der Trading Range, die 1,0. 5 ist immer im Fokus gewesen, schon seit vielen Jahren eigentlich, wenn man sich das mal hier anschaut, tatsächlich so seit 2014, 15 immer mal wieder aufgesetzt. Ich gehe davon aus, dass im Augenblick sehr viel pro US-Dollar eingepreist ist, auch hinsichtlich Zinssenkungen in den USA versus Europa. Deshalb hier eine klassische Bounce-Bewegung, die wir derzeit sehen, von dieser massiven unteren Grenze, dieser Seitwärts-Range. Ziel meiner Meinung nach 200-Tage-Linie 1,085 maximal hier oben die Oberseite dieses Bandes bei 1,10 wieder. Auch die Notenbank haben wir so ein bisschen Interesse, dass es hier nicht zu einer stärkeren Bewegung kommt, sondern dass die Währungsmärkte relativ ruhig sind. Deshalb ja, könnte ich mir solches vorstellen, dass wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Euro-Stärke sehen sollten. Das wäre natürlich auch wieder leicht positiv dann für Gold insgesamt. Wir haben hier insgesamt noch eine aufwärts gerichtete Tendenz vorliegen am Goldmarkt. Jetzt hier so ein bisschen mal Luft abgelassen. Gold hat übrigens auch eine positive Saisonalität zum Jahresende. Der Dezember war, glaube ich, in den vergangenen 7 Jahren freundlich gewesen. Hängt aber da natürlich auch stark davon ab, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Eigentlich braucht ja Donald Trump zur Finanzierung seiner Steuersenkungen niedrige Zinsen, denn er muss insbesondere sich am Anleihenmarkt ja relativ stark auch ja, verschulden bzw. neues Kapital eben aufnehmen. Das heißt, die Staatsanleihenrenditen könnten hier auch wieder in den Blickpunkt geraten. Mal gucken, wie viel Druck er dann auch auf die Fed ausüben dürfte. Das spielt dann natürlich auch wieder Gold entsprechend mit rein. Hohe Renditen dämpfen eher so ein bisschen die Perspektiven für Gold, denn Gold wirft ja keine Zinsen oder Dividenden ab. Kann ich nur Kursgewinne realisieren. Und Gold ist natürlich auch ein Play als sicherer Hafen, nutzt es immer wieder sehr, sehr gerne. Das sieht man ja auch. Wir haben ja mit der Wahl in den USA als Gold in eine Korrektur übergegangen. Das ist einfach, weil wir sehr schnell wussten, wer tatsächlich dieses Rennen in das Weiße Haus gewonnen hat. Deshalb wurde hier dann dieser sichere Hafen, den brauchte man dann nicht mehr. Kapital wurde aus Gold rausgenommen. Jetzt sehen wir hier im Augenblick so eine Stabilisierung. Aber wie gesagt, Gold auch eigentlich noch von der Trend her positiv einzuschätzen und sicherlich so als ein möglicher sicherer Hafen sollte man ihn im Blick behalten. Bei Silber haben wir eine höhere Konjunkturabhängigkeit, technisch extrem spannend meiner Meinung nach. Hier Aufwärtstrendlinie jetzt angelaufen, vielleicht ein bisschen die Chance hier auf ein Doppeltief im Bereich 30 Dollar je Feinunze, aber wir dürfen jetzt hier nach unten hin einfach nicht wegkippen, ansonsten ist eben dieses Ausbruchsszenario unhinfällig. Und dann geht es eine Etage weiter nach unten, aber kann man sich auch mal natürlich auf die Beobachtungsliste setzen für einen möglichen Comeback in den kommenden Tagen. Ja, das mal der Blick von mir auf die verschiedenen Basiswerte, die im Augenblick so im Fokus stehen, mit den entsprechenden ja, statistischen Auswirkungen. Wir haben jemanden, der würde gern etwas persönlich von dir zu Kaffee hören. Hast du da eine Meinung oder was vielleicht auch was anhand? Oh, da bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht bei Kaffee drin im Thema.
Ich habe gesehen, dass die Preise ordentlich angezogen sind, aber ich habe weder die Wetterentwicklung noch die Hintergründe für die Kaffeebohnenernten im Fokus. Ich habe auch gerade, glaube ich, gar nicht Kaffee hier in der Auswahl. Muss ich leider passen. Ganz Alles ehrliche Meinung. gut. Wie gesagt, das war nur ein Wunsch aus dem Publikum. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind auch jetzt hier am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart, beide. Und ja, ich habe nächste Woche nochmal die Trading-Gruppe hier mit Ingmar Königshofen und seinem Team um René Wolfram und Stefan Feuerstein. Auch hier werden wieder verschiedene Basiswerte unter die charttechnische Lupe genommen. Aber so viel erst nächste Woche und ich überlasse euch jetzt ja, die letzten Worte. Ja, auch von mir, Holger. Ich glaube, das ist unser letztes Webinar in diesem Jahr. Vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, allen Zuhörern auch. Wir schauen, ja, also versuchen immer gute, aktuelle Themen aufzubereiten, nah am Markt zu sein und ja, hoffentlich dann auch den einen oder anderen Tipp oder zumindest mal ja, so ein bisschen den Blickwinkel zu schärfen, ob es jetzt charttechnisch oder fundamental ist. Insofern freue ich mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Vielen Dank an alle. Das genau. Von meiner Seite vielen Dank für die rege Teilnahme. Bei Fragen gerne bei uns melden, dann kommen wir schnell auf euch zurück, falls noch was offen sein sollte. Und ansonsten auch schon mal von mir einen guten Start in das Börsenjahr 2025 und bis zum nächsten Jahr. Ja, und ich bedanke mich auch bei euch. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.